Hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten geht der Tag zur Neige und auch die Formel-1-Saison geht wieder ihrem Ende zu. Es war eine spannende Saison, aber werden wir vor dem Ende noch eine dramatische Wendung erleben? Hier auf dem Yas Island Circuit kriegen es die Fahrer mit 10 Rechts- und 11 Linkskurven und einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmanöver, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht. Wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen, denn die Rundengeschwindigkeit im Durchschnitt liegt bei knapp 200 km/h. Zum letzten Mal in dieser Saison darf ich neben mir Stefan Römer begrüßen. Was war das nur für ein Jahr, Stefan? Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir so kurz vor dem Finale stehen? Es war eine atemberaubende Formel-1-Saison und ich glaube, dass es heute Nacht noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Wir sind um die ganze Welt gereist, aber es ist immer noch alles offen und heute wird die Entscheidung fallen. Es ist immer wieder aufregend, nach Abu Dhabi zu kommen und ich hoffe, wir erleben heute den krönenden Abschluss einer ganz besonderen Saison. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Pierre Gasly steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Hamilton, Lukas Weber, Richter, Perez, Ricciardo, Magnussen und Carlos Sainz Jr. Bottas, Albon, Devin Butler und Vettel. Hülkenberg, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Norris, Kimi Räikkönen und Lance Stroll. Russell und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, last race of the season. And we still have a chance of winning the Constructors. Let's bring this home. So. Ja, das wird aber nicht passieren. Herzlich willkommen zum letzten Rennen der Saison. Wir sind in Abu Dhabi zu Gast und heute starten wir unser letztes Rennen. Wir starten von P6, also vor uns keiner mit Quickstrafen. Hinter uns ziemlich viele dabei, aber heute nicht vor uns. Dementsprechend, wie gesagt, es würde Platz 1 und 3 reichen, nutzt die schnellste Runde, wenn Mercedes ausfällt. Also wie gesagt, Platz 1 und Platz 3 würde reichen, wenn halt, wie gesagt, vor uns beide Mercedes ausfahren oder zumindest nur ein Pünktchen holen würden. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich nicht passieren in diesem Rennen. Ich habe schon verrückte Dinge erlebt in der Formel 1, aber das wird sehr schwierig werden, vor allem wenn die Mercedes auf den Plätzen 4 und ich weiß nicht, wo Wotter steht gerade. Irgendwo ein Stück ist hinter uns. Die ganze Gridstrafen, also wie gesagt, nein, das wird nicht passieren. Punkt. Ende. Man kann also ziemlich befreit in diesem Rennen auftreten. Deswegen aber mal schauen, wie gesagt, wie es Rennen wird. In Brasilien haben wir es ja von 20 auf 11, zumindest auf 9 geschafft, Entschuldigung. Auf 9. Das besteht jetzt heute nicht, ich wollte das ganze Feld durchzujagen. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch geklappt hätte, wenn man tatsächlich das DS durchgezogen hätte in Brasilien. Ob er da vielleicht sogar noch den beiden Autos vor uns kassiert hätte, oder eins zumindest von den beiden. Aber es ist egal, ist es nicht passiert, Punkt. Wir müssen es jetzt abhaken. Unsere Aufgabe ist, wie gesagt, heute noch ein gutes Abschlussrennen zu fahren. Letzte Saison in Williams habe ich den Vizemeistertitel knapp verpasst. Im letzten Rennen hätte ich ein Auto mehr geholt, wäre es soweit gewesen. Aber das ist halt relativ egal. Den WM-Titel haben wir ja schon seit, seit Singapur haben wir den hier schon in der Tasche. Aber seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Es ist ja größtenteils nur Russland gewesen, glaube ich, was wir gewonnen haben. Und dann war es das auch schon fast. Viel haben wir dann ja auch nicht mehr geholt. Ich glaube, es ist nur noch Russland gewesen, danach, was wir gewonnen haben. Alles andere nicht mehr. Brasilien nicht. Mexiko nicht. Japan nicht. Nö. Ich glaube, es ist wirklich nur noch. Seit dem Titel haben wir nur ein Rennen gewonnen bisher. Und das hier soll das zweite werden. Und Platz 6 ist natürlich nicht unbedingt förderlich. Sollten wir das in diesem Rennen noch schaffen wollen. Aber wie gesagt. Mal gucken. Aber jetzt wollen wir es wenigstens ein bisschen erfolgreich angehen. Vielleicht schaffen wir wieder so ein bisschen was zu holen. So, jetzt einen guten Start geholt.
Ja, ich will mich natürlich jetzt nicht von denen an überholen lassen da. Da ist ein Alpha vorbeigeflogen. Ricciardo war das, der jetzt da mischen will. Ja, den Platz haben wir abgeben müssen gegen Ricciardo. Den haben wir ja auch schön in Brasilien vernascht. In der letzten Kurve. Und hier konnte ich gerade nicht so rein, wie ich das gerne gehabt hätte. So, Angriff jetzt. So, habe Ricciardo und Hamilton direkt gepackt. Sind wir schon mal auf 5 vor. Die 14 letzten Runden diese Saison. Nächstes Jahr Lukas Weber. Unseren Formel 1 oder unseren Formel 2 Teamkollegen. Danach entscheidet sich ja, wo unser Weg dann weitergeht. Oder unser gemeinsamer Weg. Vielleicht sogar Teamkollege. Man weiß es nicht. Ich überlege tatsächlich zu Renault zu wechseln, aber das steht halt noch nicht ganz fest. So, wirklich vor Hamilton auf jeden Fall über eine Sekunde. Also damit ist er auch, was das Thema DRS betrifft, gerade raus aus dem Geschichte, aus dem Leben. So, jetzt müssen wir jetzt aus der Kurve rauskommen. Aber der Renault, der ist verdammt schön vergeraden. Ich merke, dass er trotz uns das Fitten nämlich uns wegzieht. Und es ist ja derselbe Motor eigentlich drin im Auto. Die Frage ist, wie nachtragend ist der mit dem nach dem Mexiko Grand Prix noch? Der Renault hat auf jeden Fall mehr Power als wir. Guter Marsch, aber jetzt muss er bremsen. So, einmal kurz den Renault vernascht und jetzt geht es in die nächste Weite. Das ist Leclerc. Und davor hängen die beiden Red Bull. Aber davor ist schon der Verstappen, glaube ich, ist, dass der da wegzieht. Während Leclerc an Gasly dranhängt. Ja, ich hatte eine neue Karriere starten müssen, dann wäre der Tausch nämlich weg gewesen. Dann wäre der Gasly ja zu Toro gegangen und Albon davon mit dem Auto. Bist du verstoppen? Oh, kleiner dicker Quersteher drin gewesen, das wird keine. Nichts im Medium. Aber da war ein übelster Quersteher, der hat mir mal raus aus der letzten Kurve. Weil ich immer noch den Weber noch hinter mir habe. Und da hinter Hamilton. Aber die zwei muss ich erstmal wegkommen. Halbe Sekunde, damit müsste ja gleich auf die lange Gerade uns vorbeigehen können. Es könnte reichen mit dem WRS. Ja, ja, kommt ran, auf jeden Fall. Ob es reichen wird, ob ich ihn vor mir halten kann, weiß ich nicht. Doch. Ein bisschen Glück. Und davor ist jetzt Gasly, genau, Gasly Leclerc. Und die zwei kämpfen da miteinander. Das könnte für uns so ein Vorteil sein. Nochmal so ein Podium zum Abschluss oder so. Wenn ich einen Sieg, dann ein Podium wenigstens. Das ist ja mein Auto, was wir holen müssten. Aber ich darf auch nicht den Blick nach hinten vergessen. Gewinnen werden wir wahrscheinlich diesmal nicht. Das wäre schön gewesen. Und dabei bleibt seit dem WM-Titel wirklich nur diesen einen Sieg aus
aus Japan, aus Russland, Entschuldigung. Nee, Quatsch. USA haben auch gewonnen. USA haben wir gewonnen noch. Meine ich zumindest. Ja, egal, scheiß drauf. Komm. Noch ist das Thema nicht gegessen. Wir hangen jetzt dran an den Wein. Die Lücke nach hinten ist so groß jetzt. Wer weiß jetzt nicht mehr wirklich, wie geschlagen ist sonst. So, die zwei da vorne uns sich bekämpfen. Habe ich wahrscheinlich jetzt die Chance, gleich an alle vorbei vor dem Auto vorher zu gehen. Und zwar Leclerc. Aber das ist noch nicht gegessen, das Ding. Ja, es reicht nicht. Nicht auf dieser Geraden, oder? Ne, das wäre zu hart, jetzt da in diese Lücke reinzugehen. Perez ist egal, mir gerade. Handbremse, gegen Ferrari. Boah, da muss ich aber raus, richtig raus und hab sie beide direkt kassiert. Da wollte ich mich rechtzeitig an dem Ferrari vorbei und wir ziehen die Lücke dazu. Und so muss ich dann komplett links vorbei und pack mir dann beide. Ja, ich weiß, eine leichte Kollision war dabei. Aber das war nicht anders zu machen. Oder mit der Mega-Kollision mit den beiden muss ich genau diese Variante nehmen. Perfekt, das hat gepasst auf jeden Fall. Beide weg. So, kein Flügelwechsel. Hat der Flügel wieder überlebt? Ja, da. Sehr gut. Also, nächste wäre Verstappen, aber da muss ich erstmal ein bisschen rankommen. Die Lücke ist ein bisschen was größer. 10 Runden vor Ende hier. Und ich habe gesagt, so ein Rennen würde ich gerne lieber haben. Wo ich ein bisschen mich durchkämpfen muss. Als in, jetzt zum Beispiel in Brasilien, als jetzt so ein Rennen zu haben, wo du wirklich dann die 14 Runden vorne alleine wegfährst und dann 3 Sekunden pro Runde gut machst, wegziehst. Jetzt habe ich ein bisschen was zu tun und ich will diesen Verstappen noch kassieren. Definitiv. Sind wir uns noch 9 Runden jetzt? Runde 5 sind wir mittlerweile. Ich weiß jetzt, wie groß die Abstand ist. Wir ziehen auf jeden Fall deutlich weg. Wir sind auf jeden Fall klar. Mit Abstand das schnellste Auto im Feld. Zumindest, was jetzt zumindest bis Platz 2 betrifft. Das hätte letzte Saison zum Vize-WM-Titel gereicht. Da hat Bottas ja das Rennen gewonnen. Und uns hätte ein Auto noch gefehlt, dann wären wir durch gewesen. Wir sind Dritter geworden damals. Von 20 aus. Aber ja, das ist jetzt egal. Das ist Geschichte. Jetzt geht's in Zukunft. Und ja, jetzt hoffentlich dieses Rennen zu gewinnen. 3,5 übrigens nur noch, der Abstand zu Verstappen. Er sagt uns zwei jetzt Pit Now, also Boxenstopp. Auf die gelben, auf die Mediums. Wenn die nicht funktionieren wie die roten, dann sollte das kein Problem sein, den Verstappen da einzukassieren. Da vorne. So, geht der Verstappen jetzt in die Box oder bleibt er noch draußen? Ich spare jetzt ein bisschen noch einen Sprit. Ja, bleibt noch draußen. Dann werden sie jetzt Gäste hier reinholen. Und ich bleibe auf der Reifenmischung. Ne, werden sie nicht. Das war 3,5 wahrnehmen, ne? Ich kann mal gucken, wie weit der Vorsprung ist. Der Verstappen, der zieht mir weg. Der ist gar nicht mal so schlecht, der Junge. Ja, 3,6, das ist ähnlich groß doch geworden, die Lücke. Ja, die einzige Hoffnung ist tatsächlich da noch. Ich muss ein bisschen. Ich kann ja ein bisschen verbrennen jetzt an Benzin. Diese Komponenten sind natürlich neu alle. 8 Runden noch. Also wenn jetzt natürlich eine Durchsage kommt, Verstappen hat irgendwie ein Problem, das wäre super. Das würde uns natürlich ein bisschen helfen. So, 3,6, das hat sich nicht viel getan an der Lücke.
Einfach stoppen wir das rein. Wir nehmen also eine Runde später die Reifen auf, weil wir jetzt in Führung gehen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück und er bleibt im Verkehr hängen. Das wäre gut. So kann ich versuchen, jetzt ein bisschen wegzukommen, mal ein bisschen zu powern. Der wird wahrscheinlich vor dem Boxenstopp hinter uns, vor uns, schnell kommen, aber ich hoffe, dass er ein bisschen im Verkehr kleben bleibt gleich. Dass wir da ein bisschen die Lücke zumachen können. Und dann vielleicht am Ende eingreifen können. Halbzeit haben wir jetzt ungefähr das Rennen des letzten Saisonrenns. Reicht dieser? Reicht es tatsächlich noch? Das wäre so super. Wir kommen auch weg. Und 6 gestartet. Runde 7 liegen in Führung. Aber wir haben den Boxenstopp noch zu tun. Genauso wie die Jungs, die hinter uns fahren. Und wir haben die Reifen nach Runde älter als der Red Bull da vorne. Weil ich die komplette Quali quasi verpennt habe, so ein bisschen. Oder verpasst habe, so. Das haben wir selber kaputt gemacht. Aber Zweiter sollten wir werden, maximal. Das wäre dann zumindest... Das würde eh nicht reichen. Das ist ja, glaube ich, Jacke wie Hose. Aber ich will das Ding gewinnen. Das ist mein Ziel. Wir gehen jetzt in die Box, holen die neuen. Und haben die eine Runde frischer drauf. Das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein. Das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein. Könnte. Wir werden wahrscheinlich auf 2 reinkommen. Oder raus, wieder rausgehen. Das sollte reichen für Verstappen. Knapp. Aber es sollte reichen. So, schauen wir mal. Soweit ich sehe, hat er aber eine freie Bahn. Ja, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Wir werden alle jetzt weiter durchfahren. So, frische Reifen drauf. Komm. Gib ihm. Release. Ja, Verstappen kommt durch. Scheiße, da ist er schon. Ich hatte ein bisschen gehofft, oh, das ist geil. Ja, mit dem Motor schön im Tunnel da. Aber was hat das vorne auf jeden Fall? Das ist es egal. So, aber frische Gelbe sollten jetzt hoffentlich reichen, um durchzukommen. Für uns Album ist keine große Gefahr, der ist fährt auf Soft. Wenn er uns nicht blöd im Weg steht. So, Boxenstrategie hat leider nicht ganz geholfen. Scheiße. Ich weiß, ich sehe den Verstappen, aber der ist doch deutlich weggekommen. Ich glaube, der ist weggekommen. 1,1 Sekunden. Ja, das ist aber nicht die Zeit auf Verstappen. Das ist Albon. Der direkt vor uns ist, den sehe ich auch, den Wagen. Aber das ist klar. Aber den müssen wir erstmal wegkriegen, den Toro Rosso. Hopp. Lass uns ziehen. Das wäre schön. 6 Runden noch. Das kriegen wir aber nicht hin. Oder? Ah, da steht uns jetzt. Jetzt steht er uns im Weg. Das, was eigentlich hätte mit Verstappen passieren sollen, geschieht jetzt uns, weil wir kommen nicht ran. So, der Toro Rosso muss jetzt mal wegmachen. Der muss Platz. Der muss zu schnell wie möglich Platz machen. Komm, hau ab. Ja, aber jetzt geht er an die Box. Wir springen jetzt wieder vorbei an den beiden und auf P2 vor. Dem Kollege ist in der Box. Sainz, das ist aber egal. Der steht nicht hinter uns. Und wir stehen noch nicht auf P1. Ich stehe auf P2. Und damit ist es eh Latte, wie es aussieht. Komm, hol mal den Notz. Und 4,1 Sekunden. Das hat es richtig Zeit gekostet, haben das Duell mit dem Toro Rosso. Das sollte eigentlich auch für Verstappen machen. Wir müssen immer eine Sekunde pro Runde aufholen. Und das wird nicht passieren wahrscheinlich. Ja, es wird schwierig werden. Vorsprung beziehen nochmal 1,2 plus. Das, was mit dem, was in Brasilien passiert, das hätte das hier passieren müssen. Ich will dieses Ding eigentlich gerne noch gewinnen. Zumindest 200 zu aufgeholt. Lewis Hamilton auf 3 jetzt.
Hat sich wahrscheinlich jetzt die beiden da geschnappt, den Renault und den Ferrari. Ja, damit sage ich schon mal Glückwunsch an Mercedes, das wird reichen. Das wird dicke reichen. Bestzeit. Zumindest den Punkt noch mitholen. Leading our teammate by 27.7 seconds. 27,7 Sekunden. War ich jetzt einen guten Schub rankomme an Verstappen. Bestzeit, erster Sektor. Also wenn wir so einen Satz für Reifen ausmachen, ne? Auch wenn es die härtere Mischung ist, aber ich hole mir das Ding. Ja, wir haben noch 4 Runden zu holen. Spätverbrauch ist nicht hoch. Trotz der durchgehend fetten Mischung. So. Ein bisschen durchatmen. Der zweite Sektor ist nur grün, der ist nicht ganz violett. Wobei der Red Bull da vorne ein bisschen Power verliert. Oder beziehungsweise wobei der da ein bisschen vom Gas runtergehen muss. Wahrscheinlich kann das passieren, dass wir tatsächlich das Ding hier noch gewinnen. Ich will dieses Rennen hier noch gewinnen, tatsächlich. Ich glaube, das könnte sogar noch passieren, dass wir das Ding gewinnen. Bestzeit 39.0. Nochmal 1,5 Hundertstel weg. Hauptsache, das Ding jetzt irgendwie nach Hause fahren noch. Vorsprung Hamilton sind 10,5 Sekunden, aber das ist egal. Der Abstand, der ist aus der Reichweite. Nächste Bestzeit. Wo wir jetzt Verstappen noch? Wir sind jetzt voll dran an ihm. Uns reicht für DRS. Spätestens 6 Runden habe ich ihn. Charles Leclerc raus. Und damit gehen wir jetzt tatsächlich 3 Runden vorher in Führung. Vorbei an Verstappen. Ja, den letzten Grand Prix von McLaren, diese kleine Siegloserie weghauen. Wobei Verstappen jetzt versucht nochmal zu kontern mit dem seiner DRS jetzt gerade. Zweiter Sektor, jedenfalls violett, wir sind klar schneller momentan. Und wir kommen weg. Wir kommen sogar schon mittlerweile weg. Also der kompletten Vorsprung weggefahren. Und sechs kommt. Am Anfang von Ricciardo überholt. Aber dann eigentlich durchgezogen, durchgebissen. Ricciardo relativ schnell kassiert gehabt und dann war das Thema hier schon relativ schnell durch. Und jetzt führen wir, wie gesagt, 3 Runden vor Ende diesen Grand Prix an. Jetzt müssen wir gucken, was wir aus diesem DS-Fetzer, also mehr als eine Sekunde Vorsprung holen. Die haben wir momentan nicht. Das wird eine neue Bestzeit werden und zwar eine gute halbe Sekunde. So, da ist irgendwo gelb. Das könnte das Leclerc-Auto sein noch. Die Frage ist, wo steht der? Ja, hier, rechts. Okay. Da steht der Wagen. So, damit hat sich das Thema DRS bei Verstappen auch erledigt. 1,2 jetzt hier momentan Vorsprung. Jetzt gehe ich mal auf ein bisschen Standard, damit wir das, aber wir können ja durchpowern. Ja, die brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt 3 letzten Runden in diesem Grand Prix. Auf dem Weg zum nächsten Saisonsieg. Das müsste Nummer 14 dann sein. Es reicht zum überlegen den WM-Titel, aber nicht zum Konstrukteurstitel. Ich glaube 14 waren es am Ende. Nicht ein Rennen außerhalb der Punkte, aber mehrere Rennen halt, wie gesagt, außerhalb der Top 10.
Ja, der hört der Top 3 sowas richtig. Hockenheim zum Beispiel. Oder auch Japan und so. Jetzt Brasilien. Aber das ist herzlich egal. Sekunde verloren als auf meine eigene Zeit vorletzte Runde. Vorsprung 2,6 Sekunden. Wir ziehen jetzt richtig weg da auf jeden Fall. Heute kann uns nichts aufhalten. Heute nicht. Zum Sieg. Aber wie gesagt, reicht nicht zum WM-Titel. Zum Kurzhaus WM-Titel. Den müssen wir nächste Saison angreifen. Dann mit dem neuen Auto. Nein, ich gehe nicht zum Mercedes, by the way. Also ist wahrscheinlich nicht, nee. Mal gucken. Was soll nach der Saison passiert. Aber jetzt genießen wir erstmal noch diese zwei Runden hier. Bei diesem Sonntag kann uns hoffentlich nichts aufhalten zum Sieg, wenn das Auto natürlich noch durchhält. Klar. Vorletztes Mal Richtung Hotel. Unsere Aufgabe ist scheinbar jetzt erledigt. Das ist nämlich der Sieg hier in Abu Dhabi. Aber das Reich wird nicht reichen. Da auf 3 in Mercedes steht, ist das eh gegessen. In Brasilien hätten wir deutlich mehr rausholen müssen, als nur diesen... als nur diesen... 9. Platz. Er war leider nicht drin. Aber wenn ihr Autos wollt. Okay, letzte Runde der Saison. 44,0 Sekunden Vorsprung mittlerweile auf den Teamkollegen. Der mich leider enttäuscht hat, der mir ja tatsächlich diesen WM-Titel gekostet hat, So, jetzt genießen wir noch die letzte Runde. Ich halte jetzt die Klappe und wir genießen einfach diese Fahrt noch. Jo, nochmal ein Sieg zum Abschluss. Es war ein geiles Rennen, muss man sagen. Es waren eigentlich nur die letzten 2-3 Runden. Hier habe ich am Ende mal ein bisschen Gas weggenommen. Das wäre egal. Ja. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Definitiv. Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage. Heute hat's gepasst. Schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Das hat leider heute nicht ganz gereicht. Podest begeben, kann man annehmen, dass McLaren heute Abend ordentlich feiern. Hm. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Nochmal so ein Ding am Ende rausholen. Aber es wird, wie gesagt, das reicht nicht zum Konstrukteurs-WM-Titel. Leider nicht ganz.
Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Kimi Räikkönen ist mein heutiger Favorit. Okay, Kimi. Ja, was sind so 5-6 Plätze, ja. Ich hatte mich nur 5. Unglaublich beständige Leistung auf der Strecke. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Das war's. Die Saison ist durch. Und jetzt schauen wir mal, wo wir gerne wechseln. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Jo. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? So, Triebwerksabteilung, klar. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Klar, Motoren, wir hatten auch einen Riesenmotor. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Das, klar. Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? So, Fairness. Das war's. Danke für den Kommentar. So, alles erreicht. Nö. Ja, toll. Nochmal so ein Knall zum Abschluss. Ja, ist ein Glas runtergefallen. Mein Gott. Ein McDonald's Cola Glas. Ich mach gar nichts. Ja, das warst du, nicht ich. So, egal. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut. Das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Ja. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ja, nicht. So, Vertragsverhandlungen beginnen. Wir waren auf jeden Fall. Ich gehe mit auf jeden Fall ein anderes Team. Lass uns gemeinsam die Vorteile eines Teamwechsels durchdenken. Hm. McLaren ist klar, das haben wir jetzt. Fairness. Ja, um sie wirklich herausfordern zu können. Also Mercedes war klar, dass ich da nicht hingehe. Deswegen wird es wahrscheinlich Mercedes werden, ja. Es wird Renault werden. Und deswegen werden wir nächste Saison mit Renault in die neue Saison gehen. Die Frage ist, wer ist ein Fahrer Nummer 1? Okay, alle scheinen perfekt, Fahrer Nummer 1 zu sein. Der Vertrag steht. Ich hoffe, du bist bereit, ab dem nächsten Rennwochenende ganz offiziell für dein neues Team zu fahren. Genau so ist es. So. Die Frage ist, wo geht es in der nächsten Saison weiter? Auf jeden Fall gesagt, nächste Saison auf jeden Fall Renault, das ist klar. Wir beenden hier die Saison. Dankeschön für diese zweite, coole zweite Saison. Und nächste Saison greifen wir dann mit dem Konstrukteurs-WM-Deal auf jeden Fall an. Bis dahin, wir sehen uns dann in Australien wieder. Jetzt gucken wir mal die Endergebnisse noch schnell an, wie weit es ausging. Ja, 9. Platz in Brasilien, klar. Ja gut, es war tatsächlich nur, ja, USA doch, Russland und USA, seit dem WM-Titel. Eigentlich nichts mehr geholt sonst. Feierabend.